Gleich im Anschluss die Mannschaftsvorstellung vom TV Jahr-Riesfeld. Fußballherz, was willst du mehr? Ein Fußballfest, bei dem der Fußballfan nur mit der Zunge schnalzen kann. Der Champions League-Finalist Borussia Dortmund war zu Gast in der Hiesfelder Veilchen Arena. Möglich gemacht hatte dieses einmalige Gastspiel ein Wettbewerb der Westfalen AG, bei dem die Hiesfelder die Begegnung gegen das Dortmunder Star-Ensemble gewonnen hatten. Ein absoluter Traumabend, also für jeden Fußballfan. Dass die Gäste dazu mit allen Stars antraten, außer dem verletzten Ilkay Gündoğan, musste nur Marco Reus leicht angeschlagen zusehen, das war schon eine tolle Geste des BVB. Über 6000 begeisterte Besucher waren aus dem Häuschen, den Auftritt ihrer Lieblinge aus nächster Nähe beobachten zu können. Das Endergebnis von 8:0 für den BVB spielte überhaupt keine Rolle. Entscheidend war ein einmaliges Fußballerlebnis, an das sich nicht nur die Fans, sondern auch die Hiesfelder Mannschaft noch lange erinnern werden. Zufrieden waren nach der Begegnung auch die beiden Trainer. Jürgen Klopp, der von den Fans enthusiastisch gefeiert wurde, meinte, für die Zuschauer gehe das Spiel wohl komplett in Ordnung. Ihm hatte die sehr faire Spielweise des TV Jahn gefallen und er wünschte dem Gegner alles Gute. Ein großes Lob an die Verantwortlichen um Harald Plank und Thomas Bökelmann und die vielen fleißigen Helfer des TV Jahn, die in einer fantastischen Vorbereitung und Organisation dieses tolle Ereignis hervorragend über die Bühne brachten.